herzlich willkommen hier zu unserem Startup Video Adventskalender. Heute zur Halbzeit, heute zum 12. Türchen. Ich wünsche euch viel Spaß bei dem Video. Ja, es ist die Halbzeit. Wir haben jetzt mit diesem heutigen Startup das 12. Startup in unserem Startup Video Adventskalender. Schaut euch also gerne mal die anderen 11 Startups noch an, falls ihr die noch nicht gesehen habt, um wirklich zu sehen, was wir hier alles für Startups vorstellen. Sind wirklich sehr, sehr spannende Unternehmen mit dabei. Heute kommt das Unternehmen Mondkind daran und das ist ein Unternehmen aus Berlin, ich glaube sogar das erste aus Berlin, das wir heute hier vorstellen. Und sie machen nachhaltige und fair hergestellte Kinder- wie Frauenmode. Finde ich sehr, sehr spannend und glaube auch ein sehr, sehr großes Trendthema. Das Unternehmen wurde bereits im Juni 2014 gegründet und ist ein Familienunternehmen. Die Idee kommt daher, dass Valerie nach ihrem Modestudium schon damals überlegt hat, ein bisschen was in die Nachhaltigkeit zu machen oder beziehungsweise nachhaltige Mode zu machen. Und als sie dann ein Kind bekommen hat, hat sie auch gemerkt, dass es da einfach noch eine Marktlücke gibt und da einfach sehr, sehr wenig Klamotten gibt. Das heißt, sie hat als erstes das wirklich für sich und für ihr Kind gemacht und hat dann gemerkt, dass viele Freunde von ihnen auch gerne diese Klamotten haben und hat das so nach und nach wirklich für den Bedarf, den es da gibt, aufgebaut. Vom Design her ist das relativ schlicht, es ist relativ minimalistisch gehalten und trotzdem sehr viel mit den Farben der Natur gespielt. Prinzipiell vertreiben sie ihre Mode über 3 Vertriebswege. Das ist einmal, sie haben wirklich einen Store in Berlin, im Studio Store, darüber verkaufen sie ihre Klamotten. Dann haben sie noch einen eigenen Online-Handel, über den sie es verkaufen. Und drittens haben sie noch einen Großhändler, der über 60 Händler beliefert, damit sie so auch ihre Produkte weltweit verkaufen können. Und ist natürlich schon ein Startup, was sehr, sehr weit ist, aber ich finde es einfach sehr spannend, das auch mit reinzunehmen und zu schauen, hey, was gibt es denn noch für andere Nischen, wo sich Unternehmen, junge Unternehmen reingesetzt haben, und finde es da ein sehr, sehr schönes Beispiel dafür und freue mich deshalb, dass ihr mit dabei seid bei unserem Startup Video Adventskalender. 2017 war das beste Jahr seit der Gründung für das Unternehmen. Es geht also gut voran. Dabei ist vor allem auch diese Wiedererkennung ein großer Wert. Das heißt, sie haben einfach ein gutes Markenbild gebaut und das soll 2018 weitergehen. Es wird neue Produkte geben und es soll einfach weiter der Umsatz, der Wachstum angekurbelt werden und noch diese Botschaft, was sie damit ja ein bisschen weitergeben, Kindern mit nachhaltigen Produkten und fair gehandelten Produkten auszustatten, die einfach noch weiter voranzutreiben, diese Lücke zu füllen. Und ich wünsche euch ganz, ganz viel Erfolg dafür. Falls ihr das Unternehmen unterstützen wollt, dann gebt diesem Video genauso wie unserem Facebook-Post einen Daumen nach oben innerhalb von 48 Stunden. So viele Likes sammeln, wie es geht. Wir zählen sie anschließend zusammen und dann wird diese Anzahl in das Ranking der ganzen Startups einfließen. Und ich drücke euch die Daumen, dass ihr was gewinnt. Und auch unten findet ihr noch weitere Informationen zu dem Unternehmen. Ansonsten schaut euch immer gerne auf unserem YouTube-Kanal um. Hier gibt es noch ganz viele Videos zum Thema Startups, Gründerwissen, was auch immer. Schaut euch mal gerne um. Die Höhle der Löwen, ganz, ganz viele Videos. Schaut mal rein. Ich freue mich über jedes Abo. Ansonsten wünsche ich euch ganz viel Erfolg. Und wir sehen uns morgen am 13. Türchen schon. Bis dahin, haut rein. Ciao.